Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir werden hier jetzt noch fleißig weiter Steine natürlich ins Meer schmeißen, auf den Sand legen. Damit wir hier noch weiterkommen, damit wir ja auch den Bus quasi dann erweitern können. Das ist jetzt quasi so meine nächste große Aufgabe, die ich hier haben will und haben werde. Quasi den Bus hier noch ein bisschen zu erweitern. Damit wir dann auch freiweg dann hier weiter bauen können. Unsere Roboter sind ja natürlich bei der Sandgeschichte dabei und hoffentlich schaffen die da auch so einiges noch. Ja, so hoch kommen wir jetzt mittlerweile nur. Da ist erstmal Schluss. Ja. Aber die Robbys sind ja schon fleißig dabei und werden hier natürlich den hoffentlich früher oder später fertig sein und alles sehr schön gemacht haben. Sind ja ein paar Stück unterwegs für uns. So ist ja nicht. Gut. Also, wir können nämlich hier jetzt schon mal den Bus erweitern. Das wäre schon mal ganz cool, wenn wir das hinkriegen würden. Denn wir brauchen ja auf der anderen Seite hier auch jede Menge Gelöt und jede Menge Zeugs. Dann nachher, wenn wir dort unsere Fabriken hinbauen wollen, die jetzt dann ein wenig was für uns dann herstellen. Warum ist hier eigentlich nichts drauf? Da fehlt schon die Verbindung hier unten, oder wie? Ach, da fehlt schon die Verbindung hier unten. Na, dann machen wir das jetzt auch noch gleich fertig hier. Wenn schon, denn schon, dann können wir das hier gleich durchziehen. Und dann ist natürlich auch mal einmal wieder ein bisschen mehr Bedarf im Haus. Also dann werden jetzt hier auch wieder jede Menge Metalle und ähnliches mal gebraucht. Da geht die Fabrik bestimmt gleich ganz gut los und arbeitet auch ganz toll. Ja, wenn wir dann genügend unterirdische Förderbänder hätten. Aber das ist gar kein Problem. Da gehen wir hier mal einmal rum, einmal runter, einmal rüber und dann haben wir wieder genug. Haben wir da echt solche Performance-Schwierigkeiten schon? Hätte ich ja gar nicht erwartet. Oh, guck mal hier, da geht schon richtig was los hier. Volle Produktionskapazität bei den braunen Chips. So, wir nehmen mal hier ein paar mit. Unterirdische kann man nie genug haben, hätte ich fast gesagt. Das ist wie Federn, in 7 Days to Die. Das müsste ich ja nicht immer wieder spielen. Habe ich schon lange nicht mehr drauf geguckt. Da hätte ich auch mal wieder Bock zu. Aber ich sag mal so, wir sind natürlich auch hier bei der Abnahme von 4 Bändern Vollgas. Also, wo war denn jetzt die Stelle, wo ich aufgehört habe? Da oben. Zu bauen. Also 4 Bänder Vollgasabnahme haben wir natürlich selten. Maximal, denke ich mir mal, sollte das... Naja gut, hängt dann nachher davon ab, ne, wie weit wir kommen mit allem. Da kann sich schon auch noch ein bisschen mehr andeuten. So, und dann wollten wir natürlich noch die Forschungsgeschichte für die Militärforschung noch mit in Angriff nehmen. Da haben wir uns ja auch schon ein wenig mal drauf... oder ein wenig was von angeguckt und in der Hoffnung, dass wir da was schaffen. Und ja, gut. So, hier sollte jetzt aber alles dann erstmal schon mal so weit bis nach ganz oben durchgehen. Ich hoffe, dass wir keine so schwerwiegenden Performance-Probleme hier bekommen. Also, dass das jetzt hier nicht ausartet. Das wäre nämlich gar nicht mal so schön. So, dann wollen wir hier mal die Förderbänder auch weiterlegen. Das muss ja dann alles hier noch schön werden. Huch. Nicht rummeckern hier mit mir. Mag ich nicht so. Aber man sollte jetzt, glaube ich, am Stromverbrauch sehen, dass hier jetzt ein bisschen mehr in Arbeit ist. Upsalat. Denn da sollte jetzt doch einiges an Rohstoffen gebraucht werden. Und natürlich sollte dann die ganze Rohstoffgeschichte in Gang gehen. Ja. Oh ja, doch, da sind wir richtig gut dabei. Das war jetzt so zu erwarten, dass wir da jetzt natürlich dadurch, dass wir hier ein wenig mehr Rohstoffe oder beziehungsweise Fertigprodukte quasi jetzt durchreichen, dass wir dadurch natürlich den Rohstoffbedarf mal unten ankurbeln und dann mal unten bei allen etwas Bedarf erzeugen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Dafür ist es ja da, das so soll es ja auch sein. Und nachher muss die Fabrik natürlich auch unter Volllast voll funktionsfähig sein, ne? Das, darf man nicht vergessen. So, hier haben wir dann die Stahlblätterbleche. Irgendwas fehlt uns hier und wir wissen... Na, was ist da los?
Aber wir wissen nicht, was es ist. Müssen wir mal gucken. Ist hier ja wirklich noch frei, der Gang? Ich glaube ja, ne? Ja, der ist noch frei. Gut. Und dann haben wir hier ein bisschen Zinn. Das war zu weit. Hier mal Zinn auf Rolle. Hier haben wir Aluminium auf Rolle. Wieder zu weit gesetzt. So. Das sieht aus wie Silikonplatten. Hier, das sieht aus wie Glas. Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal verzinnte Kabel. Ah, die Zielgenauigkeit mit der Maus lässt schon wieder nach. Ich mache sie mal ein bisschen langsamer. Eine Oktave. Also, das ist mir jetzt endlich wieder zu langsam. Muss ich hier über einen halben Schreibtisch fahren und trifft trotzdem noch nicht richtig. Wie gesagt, also diese Maus, die ist grenzwertig. Sehr, sehr, sehr grenzwertig. So, dann können wir das hier auch noch ausfüllen gleich. Dafür sind wir da. Hab kein Glück mit Logitech-Produkten. Also, die, also wie gesagt, bis auf das Lenkrad ist alles Schrott bisher, was ich von Logitech mir besorgt habe. Und bis jetzt hat mich auch noch keiner vom Gegenteil überzeugen können. Keine Ahnung, ob da mal irgendwann jemand kommt und mich versucht vom Gegenteil zu überzeugen. Aber bis jetzt scheint das nicht in näherer Zukunft passieren zu wollen. Also von daher werde ich da auch weiterhin wahrscheinlich mit dem Material so leben müssen, wie ich es habe hier. Oh, also diese Maus gerade zu führen ist einfach nicht möglich. Und damit wollte ich dieses Goldspiel spielen, ne? Das, was so schon Schwierigkeiten mit der Steuerung hatte. So, hier haben wir natürlich ein Stückchen, da können wir schon richtig weit bauen eigentlich. Da müssen wir, glaube ich, sogar noch oben durchkommen. Da könnte was gehen. Jupp, das war jetzt zu weit. Das sieht doch schon mal ganz hübsch aus. So, jetzt müssen wir hier ganz kurz den Beton wieder reinsetzen. Haben auch gleich 50 Mal so einen Beton. Bin ich denn das? Gar nicht mal so gut. So. Ja, das war das falsche Material. Das ist da herzhaft gelacht haben wir da. Jetzt geht's weiter hier mit den Backsteinen. Unsere Roboter werden noch genügend zu tun haben mit dem Sand. Auch mit dem Sand in den angrenzenden Bereichen für die neue Fabrik dann. Also für die neue Erzförderung bzw. Erzherstellung. Da muss ja dann auch demnächst noch ein bisschen mehr hin. Warum haben wir denn da so unmotiviert aufgehört? Das ist ein Ding. Was war denn da los? Wenn ich besser wüsste, könnte man ja auch mal absolut keine Lust unterstellen, ne? So. Was ist das nur wieder? Warum kann ich da nichts draufsetzen? Sand. Verwendet Sand zu bauen, kann aber ich das hier einfach rum? Habe ich jetzt einen Sand in der Tasche oder? Okay, gut. Das, ja. Keine Ahnung, was das war. Fabrikationsfehler. Man weiß es nicht. Alles ist möglich. Auszuschließen ist nichts. Das kennen wir ja schon. Auszuschließen ist nichts. Alles ist möglich. Der Alles ist möglich Donnerstag. Kennen wir auch von Big Bang Theory. Und wieder die. Alles einfach vermasselt hier. So. Ja, alles ist möglich Donnerstag. Kennt ihr das?
weiß auch nicht, ob ihr Big Bang Theory geguckt habt. Großartig. Ich habe das ja sehr gerne geguckt, oder ich gucke das auch sehr gerne immer noch. Wenn es dann mal kommt. Gut, da kann man sich bei ProSieben nicht sicher sein, dass es kommt, ne? Weil eine Wiederholung von alten amerikanischen Comedy-Serien, da kann man sich relativ sicher sein, dass wir das auf ProSieben jederzeit wiedersehen. So, dann wollen wir hier mal im Straßenbau tätig werden. Noch ein bisschen Beton hier verteilen auf dem wunderschönen Platze hier. So. Und wir sehen hier hinten, das muss vorher noch nicht zugewiesen sein, sonst hätte ich doch hier die Straße auch fertig gebaut. Oder habe ich hier, oder ich habe die einfach vorher gesetzt. Naja, das kann auch möglich sein. Aber wir haben ja auf jeden Fall dann schon mal ein paar Kreuzungen, die wir dann auch weiterentwickeln können. Momentan können wir ja hier nichts großartig beschießen. Da würden wir uns nur uns selber quasi mit schädigen, weil wir da nicht mehr so viel, oder weil wir dann die Roboter verlieren würden. Aber es sieht schon mal ganz gut aus hier, das Puzzle. Gut. Da haben wir keine mehr gehabt, da haben wir auch keine mehr gehabt, keine Steine mehr. Und dann ist hier unten das, okay. Also wir brauchen, aber Inver Plates brauchen wir, ne? Für unsere Militärforschung. Das heißt, wir müssen eigentlich auch Inver machen. Wenn wir die Militärforschung hier unten drunter mitmachen wollen, also hier mit ranbringen wollen, dann müssen wir die Inver Plates natürlich auch einmal komplett durchlegen hier. Also das weiß ich nicht, ob ich das dann hier oder ob ich das hier oben einfach mit ran verbusel. Die Forschungsfläschchen. Also Platz ist hier ja mehr als genug für sowas, ne? Für solche Spielereien, aber wir kriegen jetzt das Material, glaube ich, nicht dahin, wo wir es hin haben müssen. Weil wir es hier nirgendwo durchkriegen. Weil wir müssten ja theoretisch. Achso, warte mal, bleibt doch mal da auf der Karte. Wir müssten ja theoretisch. Wo sind wir denn hier? Gut, wir könnten hier das Material durchschicken und hier hinten die Produktion machen und dann versuchen, hier oben durchzukommen. Aber da haben wir gar keine viel Platz mehr, ne? Doch hier haben wir noch viel Platz. Da könnten wir noch durch, wieder zurück. Und hier die Materialien durchschicken. Wir brauchen Kupfer, Stahl, Inver, Brass. Wenn ich mich recht erinnere. T. Nee. E. So. Also, um so ein Fläschchen zu machen, hier militärischer Art, brauchen wir Stahl, Inver, Brass. Inver, Brass. Carbon. Rote Chips. Grüne Chips. Carbon. Braune Chips, Carbon. Also, da brauchen wir. Boah, das können wir eigentlich erst hier oberhalb der roten Chipsproduktion machen. Warum liegen da die Förderbänder nicht voll auf beiden Seiten? Haben wir da wieder gebaut? Doch fehlt uns irgendwo ein Shorty hier. Der ist doch short. Der ist aber noch shorter, oder? Das ist der nicht. Aha. Alles klar. Gut, dann haben wir da noch auch noch einen Fehler in der Produktionskette. Den müssen wir natürlich noch ausräumen. Da, wenn wir den schon sehen, dann können wir ihn doch gleich entfernen. Das heißt, da räumen wir jetzt als erstes mal hin. Und wir brauchen dann rote und grüne Chips dort oben. Das heißt also, wir können es echt erst nach der roten Chip-Produktion ansetzen, die braunen, die Militärfläschchen. Na gut, dann ist das so. Das heißt, auch die Militärfläschchen könnten wir eigentlich erst hier oben machen. Oh Gott, da müssen wir noch mehr Platz schaffen. Puh, ich würde da mal sagen, da saugen wir uns jetzt einmal Material voll. Wir werden hier nochmal, achso, wir werden hier schon mal ein bisschen, ich werde hier noch ein bisschen Straße hochbauen. Machen wir jetzt erstmal schon mal fix hier. Krieg zwar Claybricks wieder in die Hosentasche gesteckt, das macht aber erstmal nichts. So. So, da ist die Straße schon. Damit wir das denn hier fertig haben. Und da muss ich ja dann ehrlich sagen, meine Herren, da werden wir noch ganz schön viel zu tun kriegen.
Achso, da oben ist noch gar kein Strom. Habe ich einen Strommast noch dabei? MK3? Hab ich. Hat er auch. Dann können wir hier oben Strom langlegen. So. Bis dahin nicht Strom. Dann geht das weiter hier. Einmal fleißig quer durchlaufen. Bis wir wieder an die Stelle kommen, wo wir schon mal Strommasten hingestellt haben. Müsste hier irgendwann aufkommen. Fragt sich nur wann. Da. Na gut. So, dann geht das schon mal durch. Also hier liegt schon mehr Sand als Wasser da ist. Also da kommen wir schon mal durchgegangen. Das ist schon mal ganz gut. So, dann, ach guck mal, wo wir sind. Wir sind ja genau da, wo der Fehler ist. Das ist ja traumhaft schön. Das heißt, du musst hier kurzes Offset kriegen und du musst hier ein kurzes Offset kriegen und du musst hier ein kurzes Offset kriegen und du musst ein kurzes Offset kriegen. So, dann liegt es nämlich auf beiden Seiten. Baut sich zwar da oben trotzdem, aber es liegt ein bisschen mehr auf dem Förderband und es wird ein bisschen mehr produziert. Dass wir hier zu wenig produzieren, das wissen wir. Aber wir kriegen momentan eigentlich auch nicht mehr hin produziert. Ne? Also wir müssten theoretisch, müsste das hier auf einem Förderband liegen. Das auf einem. Wir müssten hier noch weiterbauen. Die Frage ist, ja. Kriegen wir genügend grüne Chips dann dran? Aber das müsste eigentlich funktionieren mit den grünen Chips. Na gut. Momentan haben wir da aber erstmal eine Produktionskette, die uns erstmal ein bisschen was liefert. Von daher ist es ja schon mal gar nicht so übel. So, das heißt, also ich würde jetzt sagen, wir machen dann mal hier aus jeder Kiste zwei raus, damit ich die mitnehme. So. Die brauche ich zu Forschungszwecken. Die nehme ich dann nämlich mit in unsere Forschung da unten. Wo wir die Chips dann ja auch für brauchen. Dann werden wir das Metallgelöt brauchen. Also die grünen lagere ich ja dann in keine Kisten ein. Muss ich da noch ein bisschen rüber hier und gucken, welche grünen Chips hier noch. Haben die hier noch irgendwelche Zwischenlagerkisten? Haben sie nicht gekriegt. Das ist natürlich auch frech, ne? Dass ich hier keine Zwischenlagerkiste dran gebaut habe. Wieso denn das nicht? Das könnte man ja auch jetzt wirklich eigentlich noch machen, dass man hier so eine Kiste dazwischen setzt. Kann ich mir denn solche Kisten bauen? Nee, weil doch, ich habe Stahl habe ich eigentlich. Ich bräuchte hier passive Anbieterkiste. So, was geht mir aus? Der Stahl geht mir natürlich aus. Den habe ich aber auch nirgendwo in der Nähe. Da muss ich dann nochmal herkommen. Dass wir hier sozusagen eine Kiste haben für schlechte Zeiten. Wo sind die Kisten hingekommen? Da. Eine Anbieterkiste hier, die dann hier einfach mal so mit Strom versorgt. Langsam aber sicher ein bisschen was abnimmt. So. Das ist ja nur den Sinn, dass ich hier ein paar elektrische Schaltkreise immer abnehmen kann. Oder dann halt eben von Hand mal rausnehmen kann. Wir hätten es zu der anderen Richtung bauen sollen. Damit es, ja, überall gleichmäßig aussieht. So, jetzt nehmen wir hier einfach mal so vom Förderband noch ein paar runter. Weil wir es können. Weil wir frech sind. Wie viel habe ich jetzt davon? Oh ja. Passt so in etwa. So, gut. Dann, ach guck mal, hier haben wir ja, achso, die kommen ja sowieso noch wieder weg hier, die beiden. Die kommen ja, die werden ja, die lösen sich ja auf. So, dann brauchen wir Brass, wir brauchen Stahl. Dann gehen wir hier hinten mal ganz kurz rüber. Und wir müssen den Beton nochmal loswerden. Also da habe ich jetzt zu viel in der Tasche, den werde ich hier unten in den Betonwerk gleich ablegen. Dann werde ich mir Brass und Stahl mitnehmen. Und Kupferplatten brauchte ich noch, ne? Da habe ich mir auch ein paar dann mitnehmen müssen von. Wobei hier der Beton, das Betonwerk eigentlich. Ups, da muss man wirklich drauf laufen. Habe ich jetzt gerade alles so schön in Arbeit. Also muss man auch ehrlich sagen, hier ist wirklich, also Blei arbeitet, das arbeitet.
Gefällt mir sehr gut. Hier wird gearbeitet bei einem Aluminiumwerk, weil das gerade irgendwo verwendet wird und so. Also wir kommen schon ganz gut. Das sieht schon gut aus. Wir kommen der Sache schon näher, die wir eigentlich machen wollen. So. Hauen wir hier mal das Ding voll. So, was haben wir denn hier noch Schönes drin? Ich guck noch mal ganz kurz, was brauchte ich dafür? Stahl Inver Brass. Brass Inver. Ja, Stahl Inver und Brass brauchen wir, also brauchen wir keinen Kupfer. Nehmen wir das erstmal mit hier. Das können wir jetzt ganz gut verwenden. Die Fabriken, ja, komm, die nehmen wir auch mal mit. Die tun ja keinem weh. Hier haben wir noch ein paar Kisten, die können wir auch mitnehmen. Die können wir dann gleich da oben einsetzen, richtig. Hier haben wir noch ein paar Fabriken. Können wir auch gleich mitnehmen. Welche sind jetzt eigentlich die besten? Fabriken Lidernen oder die gelben? Die Lidernen sind besser, alles klar, okay. Dann haben wir hier noch ein paar Teiler, die können wir ja mal mitnehmen. Pumpe brauche ich gerade nicht. Löschen brauche ich gerade auch nicht. Die nehmen wir noch mit. So. Hier haben wir noch Inver Plates, die können wir auch mitnehmen. Gut, dann haben wir das erstmal. Wir brauchen Stahlplatten. Das heißt, wir müssen uns eigentlich hier von dem Stahl ein bisschen sowas mitnehmen. Hier, das ist hier einfach Brass, ne? Da kann ich einfach mal drüber laufen. Das funktioniert auf jeden Fall. So, dann müssen wir uns hier ein paar Stahl von den Dingen, von den Stahldingern ein paar mitnehmen. Da finde ich es bedenklich, dass immer nur eine Seite belegt ist. Das müssen wir gleich mal untersuchen, warum das so ist. So, und Inver haben wir ja dann hinten da unten bei unserer Fabrik, wo wir jetzt sowieso hinlaufen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, warum dieses Stahlgelöt hier nur immer so einseitig liegt. Da ist doch bestimmt noch irgendwas mit den... Wo bin ich denn hier? Da. Mit den Armen nicht richtig. Oder? Nö. Eigentlich schon. Eigentlich ist das hier mit den Armen richtig, aber... Wahrscheinlich kommt hier oben gar kein Molten Steel mehr an oder so. Ja. Das bisschen Molten Steel, was wir haben, das geht sofort durch. So, produzieren wir jetzt hier zu wenig Eisen oder... Nö, das geht eigentlich alles gut weg. Also viel schneller geht nicht. Auch das ist immer ganz gut weg hier, das Material. Ja. Okay, also viel schneller geht momentan Stahl nicht. Na gut. Da müssen wir uns auch dran gewöhnen, ne? Wenn wir das dann mit dem Stahl und dem Nickel machen, damit wir dann da, also für die Inverplate-Produktion bzw. für die Titanium-Produktion, und da brauchen wir das ja auch nochmal, Stahl und Nickel, oder bzw. Nickel nochmal dazu. Da müssen wir mal gucken. Alles klar. Gut. Das soll es aber gewesen sein für heute. Wir haben heute... Was haben wir heute geschafft? Heute haben wir ein bisschen Straßenbau gemacht, ein bisschen Platten gelegt und in etwa eine Idee von dem, was wir machen wollen als nächstes. Und zwar werde ich jetzt Militärforschungsfläschchen unten erstmal produzieren lassen. Das haben wir uns noch ein bisschen mit Material vollgesaugt und werden das dann abliefern bei der Fabrik unten. Das müssen wir dann auch alles mal abreißen lassen hier. Momentan ist aber erstmal oben der Sandanbau erstmal wichtig, damit wir das haben, dass dort der Sand erstmal dahin kommt, wo er hingehört. Wir haben hier sehr viel Bauplatz, wir könnten bauen bis zum Umfallen und kommen nicht dazu, weil wir ja, einen anderen Plan verfolgen. Der Plan ist ja, dass ich da oben alles weiter baue und naja, wie gesagt, da sind wir noch nicht ganz durch. Hier unten kann ich jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen Beton loswerden, ne? Wenn es denn sein muss, können wir hier das dann auch schon fertig machen. Und dann sehen wir hier schon, wir haben hier jede Menge Blöcke, die wir noch bearbeiten können und müssen. Hi. Ja, schade, dass wir jetzt Besuch kriegen, aber ich bin eh am Verabschieden. So, also, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis denn. Tschüss.